Bis zur nächsten Sportschau. Mit der CMA. Bestes vom Bauern. Tor! Das war die Bundesliga im Ersten, präsentiert von T-Mobile. Es ist an der Zeit, ein Bier zu feiern, wie es so gebraut in Deutschland nirgendwo ein zweites gibt. Hier ist es zu Hause. Aus der deutschen Brauerei, die als erste nur nach Pilsener Brauart braute und noch bis heute braut. Radeberger Pilsener. Ein Radeberger. Bilder vom Spielfeld direkt aufs Handy. Mit den Bundesliga-News von Vodafone Live. Einfach im Vodafone Live-Portal bestellen und immer am Ball bleiben. Auch mal probieren. Auch mal probieren. Die Milch macht's. Die Vodafone Bundesliga MMS eine Woche kostenlos. Einfach im Vodafone Live-Portal über Fußball MMS auf meinen Verein gehen, ihren Lieblingsclub aussuchen und immer am Ball bleiben. Du ein Corolla? Corolla Diesel. Fahrspaß ohne Ende. Der neue Toyota Corolla Diesel. Nichts ist unmöglich. Toyota. Moin. 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 Ganz schön was los hier, ne? Ja. Flensburger Dunkel. Irgendwie mild und ganz schön dunkel. Durch HP-Technologie entstehen heute wahre Wunder an Effizienz. Sie bringt das Internet drahtlos in Cafés und lässt Bürger 24 Stunden am Tag mit den Behörden sprechen. Sie treibt den Motor der Weltwirtschaft an und macht Kunst unvergänglich. Für innovative Unternehmen, für Denker und Macher in aller Welt eröffnet HP Möglichkeiten über Möglichkeiten. Auf DVD. Kommen Sie! Matrix Reloaded auf DVD. Es geht auch nichts über einen Bitburger. Bitte ein Bit. Durch ihre Mithilfe konnten allein im letzten Jahr 360.000 Tonnen Erdöl eingespart werden. Danke, Grüner Punkt AG. Hallo Fußballfans. Gewinnen Sie mit Ihrem Team ein Spiel gegen die DFB-Trainerauswahl. Jetzt bewerben unter bitburger.de. Was ist los? Tor! Das gibt er doch nicht. Ja, 2-1 in der 90. Was? Da kicke ich erst mal nur. Alle Tore und Fußball-News von T-Mobile jetzt mit Bildern per MMS-Handy in T-Zones abrufen oder per SMS unter Kurzwahl 2323. Mann, tatsächlich, hast recht. Jo. T-Mobile, get more. Franziskaner Weißbier, das Frische an Bayern.
Die PISA-Studie. Genießen Sie das Leben. Bei jedem Wetter. Mit Mazda. Einen schönen guten Abend hier beim Wetter im Ersten. Wie gestern versprochen, hat es heute noch mal in fast ganz Deutschland einen richtig tollen goldenen Oktobertag gegeben. Zwei Ausnahmen gab es. Zum einen im äußersten Süden, hier hochnebelartige Bewölkung noch bis zum Mittag. Entsprechend unterschiedlich dort die Temperaturen. Gegen 13 Uhr Konstanz gerade mal kalte 2 Grad. Zur gleichen Zeit auf den Höhen des Schwarzwalds Tottenmoos schon 13 Grad. Dann noch der äußerste Norden. Sylt heute überhaupt keine Sonne. Ein paar Kilometer weiter in Richtung Südwesten. Borkum den ganzen Tag über strahlende Sonne. Hier waren es runde 10 Stunden entsprechend. Jetzt im Lauf der Nacht. Diese Hochnebelwolken im Norden ziehen noch ein bisschen weiter nach Süden. Sonst überwiegend sternenklar und später örtlich Nebelfelder. Vor allem dort, wo Wasser nah ist. Und da es ziemlich kalt wird, muss dann speziell auf Brücken mit Reifglätte gerechnet werden. Also bitte vorsichtig fahren. In der Nacht. Morgen Vormittag, der Nebel wird sich auflösen, dann lockere Wolken aus Südwesten. Im Norden dieser Hochnebel drückt noch weiter in Richtung Nord- und Ostseeküste. Da am Nachmittag doch überwiegend trüb. Ganz vereinzelte Tropfen auch nicht ausgeschlossen. Sonst dieser sonnige Streifen im Norden schließt sich an und dann ein Mix aus Sonne, Wolken und Restnebelfeldern. Temperaturen dazu runde 8 bis 15 Grad und der Wind ziemlich unaufgeräumt aus unterschiedlichen Richtungen. Viel interessanter dann die Aussichten. Mehr dazu jetzt von Oliver Klein. Ja, die nächste Woche könnte wirklich interessant werden. Am Montag regnet es im Südwesten sowie ganz im Norden. Dazwischen gibt es einen trockenen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 9 Grad. Am Dienstag regnet es dann verbreitet. Zum Teil fällt bis in tiefere Lagen Schnee. Etwas freundlich ist es nur Richtung Südbaden und an der Nordsee. Die Temperaturen erreichen nur noch 3 bis 8 Grad. Ob und wo es genau im Flachland schneit, das hängt aber von der genauen Zugbahn der Tiefdruckgebiete ab. Ja, und wer aber auf alle Fälle auf Nummer sicher gehen möchte, der sollte spätestens am Montag die Winterreifen aufziehen. Zum Schluss, wie immer, die Vorhersage für die regenerativen Energien. So sieht's aus in Sachen Sonnenschein. Hier dieser Streifen am schönsten, ganz im Norden am wenigsten, auch im Süden relativ wenig. Für die Sonnenkollektoren beim Wind nicht viel los und mehr dazu. Und noch ganz, ganz vieles mehr erfahren Sie aber wie immer unter www.kachelmannwetter.de. Tschüss. Gute Fahrt bei jedem Wetter. Wünscht Mazda. Das war ein Pauschspiel. Das war eine Schwalbe. Das war anders ran hier. Schwalbe, ich kann es nicht mehr hören. Du musst da einfach einen Gesang zu spielen, wenn ich da gehe. Einfach nur mich da. Ah, Smartschule ist auch da. Wolltest du mal sehen, das Faul? Ach, Micha. Wahnsinn, alles auf dem Laptop. Jetzt schon? Ja, schon eine Stunde am Apfel. Klar, war dann faul, oder? Was sag ich dir heute Abend? Bist du online? Ich lebe online. Mit dir online. You gotta do, do. AT&T is proud to be associated with World Sport.